Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer. Eine Schneedecke liegt auf dem Rasen im Max-Morlock-Stadion. Es wird ein echtes Winterspiel, aber ich begrüße Sie dennoch sehr herzlich zu dieser Partie. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Heidenheim. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Und das Spiel läuft. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus. Jetzt der Ballverlust. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Das könnte es sein. Eine sichere Parade. Ecke kommt in die Mitte. Kein guter Ball, aber klar, die Abwehr ist an ihm dran. Die Gäste auf diesem Tabellenplatz, das ist natürlich schon die ganz große Überraschung dieser Saison. Ja, ist schon klasse, wie die mitspielen. Die hat ja überhaupt keiner auf der Rechnung. Jetzt ist er durch. Guter Versuch. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Jetzt die Ecke. Ah, das müssen Sie entschlossener machen. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Sie verlieren den Ball. Jetzt kann es Heidenheim auf Außen versuchen. Sie versuchen es. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Die erste Parade ist einfach nicht gut genug. Das war zu sehen und dann machen Sie das Tor doch noch im Nachschuss. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind Sie dann einfach schneller. Dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Chance jetzt. Also, wenn Sie die Dinger nicht reinmachen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn hier die Geschichte vielleicht sogar noch mal kippt. Ja, und so bleibt es erstmal spannend. Hereingabe. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Was eine Chance, Latte! Die Riesenchance. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley, tolle Schusstechnik, am Ende knapp. Ach, da ist das Alu im Weg, da hätten sie die Führung ausbauen wollen können. Ach, das können sie bei dem Spiel schon verschmerzen. Macht er gut hier. Schöner Pass. Das macht er sicher. Ecke in die Mitte. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Den Ball hält er gut. Muss er besser erklären. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Nürnberg mit dem Ballgewinn. Valentini. Gutes Pressing jetzt. Sauber vom Ball getrennt hier. Ist es das? Da passt der Torhüter auf. Ecke kommt in die Mitte. Da kann er klären, gut aufgepasst. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Er pfeift ab und jetzt. Er holt den Ball hier ganz stark. Da ist die Chance. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesenchance, aber nix ist es, kein Tor und er kann sich noch nicht entspannen. Nürnberg holt sich den Ball. Der Schuss, kein Problem, ganz sicher. Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Harter Schuss, aber vielleicht hat da doch ein wenig die Präzision gefehlt. Bin ich bei dir, vielleicht wäre es der Schlenzer gewesen. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Gute Aktion, sie haben den Ball. Jetzt könnte der Pass kommen. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Pausenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. Durchgang 2 läuft.
Da strauchelt er kurz, aber jetzt hat er das Gleichgewicht wieder. Gut gehalten, macht sich lang. Jetzt kommt die Ecke. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Da hätten sie die Führung ausbauen können, aber so bleibt es hier eng. Den müssen sie machen, dann haben sie ja alles im Griff. So bleibt es weiter spannend. Der Ballverlust jetzt. Ja, Niklas Beste. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Ball beim Torhüter. Schöner Versuch. Gefährlicher Ball. Aber das macht er sicher. Taucht runter mit vollem Einsatz. Verhindert er da das Gegentor. Und jetzt wollen sie wechseln. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Zieht einfach mal ab. Sie können den Ball erstmal ablocken. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Daran muss gearbeitet werden. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Da wäre Platz für einen Konter. Gute Aktion. Da wäre jetzt Platz. Stark, das war's mit der Chance. Liebe Fans, sind Sie schon im Tempo? Nein. Macht er gut hier. Nicht ungefährlich, Steilpass. Ganz gefährlich. Völlig frei und dann scheitert sie doch am Torhüter. Keeper macht da natürlich alles richtig, bleibt ruhig, macht zu, hält den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Die Ecke kommt rein. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Viel Platz für den Konter jetzt. Geht dazwischen. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Die Fans wollen den späten Ausgleich, stehen noch mal wie ein Mann hinter dem Team. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Tolle Chance, aber kein Tor. Er fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 30. Norman Teutkopf. Neu dabei. Die Nummer. Klar, er ist frei. Da kann was draus werden. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine knappe Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel. Ich glaube schon, sie spielen gut, aber entscheidend wird jetzt sein, nicht noch nachzulassen. Sie müssen die Konzentration hochhalten, müssen bei ihrer Linie bleiben. Damit waren sie im bisherigen Spielverlauf sehr erfolgreich. Und jetzt hat er den Ball. Unaufhaltsam. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance.
Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Er holt sich vorne den Ball. Sieht gut aus. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Hoher Steilpass jetzt. Sieht gut aus. Da ärgern sie sich. Ballverlust. 6 Minuten sind noch zu gehen. Klasse, wie er dahin geht. Ist das hier die Entscheidung? Ein fantastisches Tor. Super Tor. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles richtig. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Schuss kommt nicht durch. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Sie haben den Ball. Da sind Mitspieler frei. Nur noch der Torwart vor sich. Was für ein Treffer und was für eine Distanz. Das hat er wirklich gut gemacht. Sie können sich hier weiter Schlusspfiff in dieser Begegnung. Das war's. Die Gäste können dieses Ligaspiel heute also gewinnen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Ecke kommt in die Mitte. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Danke für das Gespräch.